Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Das hat sich gelohnt. Gut, dann geht's weiter. Genau, jetzt kommen hier die hungrigen Leute. Der ist hungrig, leicht krank, erholt sich aber. Okay, Nahrung ist mein Wichtigstes, wir müssen durchhalten. Ja, du hast recht. Du hast recht. So, du bist da erstmal am Essen jetzt. Aber ich denke mal. Oh. Erst bestücken hier. So, und du gibst ihm mal eben hier was zu essen. Was habe ich denn jetzt hier angepflanzt? Ich habe die Dinge angepflanzt, ne? Und ich kann wieder nur die Dinge anpflanzen. Ja gut, ich könnte auch Gemüse anpflanzen, aber ich habe noch 10, zu viel Gemüse. Ich habe 10 Gemüse und 4 Fleisch. Dann nehme ich doch lieber hier nochmal. Ich bräuchte 16, ne? Jetzt hau doch mal was anderes. Habe ich nicht mehr, ne? Ich habe auch nichts mehr hier gerade, ne? Nee, natürlich habe ich keinen mehr. Warum soll ich einen Wasserfilter haben? Boah, die ist nicht zufrieden, aber anscheinend glücklich. Oder? Achso, ich muss mit dir noch quatschen. Stimmt, da war was. Na gut, dann isst du erstmal. Du bestückst den Wasserfilter. Und dann gehst du pennen. Christo ist müde? Wieso ist Christo denn müde? Ach ja, stimmt. Ups, da war ja was. Christo hat ja gelootet und der hat die Wache gestanden. Na gut, okay, Quatsch, steht trotzdem erstmal da oben. Okay, erstmal noch leicht krank. Aber er erholt sich, das ist ja immerhin etwas. So, ich habe ja neuen Dünger mitgebracht, das heißt, ich habe hier erstmal genügend. Hier werde ich gleich zwei reinsetzen, dann habe ich da wieder ein bisschen mehr. Das ist ein Händler. Gut. Du rennst da runter, du rennst da runter. Hat der jetzt gestoppt, weil die Kleine noch nicht durch war? Kann doch nicht sein, oder? So, Iskra. Einmal bitte einsammeln. Und bitte neu bestücken. Komm, zack, zack. So, zack. Einmal mit Dünger bestücken. Okay. Du bleibst schön da vorne und handelst mit dem Händler. Kaffee hat er im Angebot. Guck mal, da können wir schon mal 6 Kaffee mitnehmen für Marien. Dann haben wir da schon mal etwas mehr. Wasser hast du auch im Angebot. Das ist auch sehr schön. Die 4 Schuss würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Wie viel habe ich denn davon? Ich habe 57 Holz noch und 20. Nummer 30. Waffenteil habe ich noch 8. Das heißt, das machen wir mal so. Und dann kann ich das auch so machen. Okay. So, wo ist mein Alkohol? 1, 2, 3. Achso, warte mal. Gitarre. Die kommt weg. Die kann ich nur noch einmal. Also, die kann ich schon nur noch mal bauen, aber ich brauche nur eine. Ja. Das reicht dann erstmal. Wo ist mein Alkohol? Da. Das ist sehr großzügig von mir. Und wie sieht es denn mit einer Kippe aus? Da können wir uns schon einigen. Das freut mich. Kriege ich denn noch ein Brennholz? Nein. Eine Schraube? Ja. Noch eine? Nein.
Okay. Das können wir doch so lassen. 5 Alkohol, eine Kippe, einmal die Dings gegen 31 Schrauben, 6 Kaffee, 6 Wasser, 4 Waffenteile. Jo. Danke. Und tschüss. So. Er ist müde. Er muss eigentlich jetzt langsam pennen gehen. Ja, du kannst heute Nacht noch pennen. Leicht krank. Also ich drücke hier nochmal die pflanzlichen Pillen da rein. Vielleicht hilft es ja. So, auf Medikamenten. Dann setzt du dich da erstmal hin. Nee, was ich noch gucken wollte, war hier. Ob er Wasserfilter herstellen kann. Moment, das habe ich jetzt verkackt. Ja. Kostet genauso viel. Komm, dann stellst du es trotzdem her. Gut, oh. Da ist schon wieder einer wach. Das ist auch so schön. Aber es ist egal. Iskra bestückt jetzt hier den Garten. Mit Kräutern. Was? Ja, jetzt. Ich kann. So viele kann ich? Echt jetzt? Boah, und auch nur 48 Stunden? Boah, ja, das ist ja mal. Dann machen wir das doch. Weißt du? Dann machen wir das doch. Dann gehst du jetzt ins Bett. Du setzt dich da nicht hin, mein Freund. Du fängst jetzt nicht an zu rauchen. Ach nee, wir haben ja schon einen fertig. Den bestücken wir erstmal hier. So, wir haben noch 5-mal Nahrung. Das reicht. Das reicht. Wie viel Wasser habe ich noch? Ich habe noch genau 1 Tropfen. Boah, das ist nicht viel. 1 Tropfen Wasser ist nicht viel. Ich habe 16 Schuss Munition, das reicht. Hoffe ich. Komm, stell mir einen her. Also ich habe 6 Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Das heißt, ich komme 6 Tage lang aus. Ich komme bis 4:40 mit dem Kaffee, den ich habe. Perfekt. Was will ich mehr? Was will ich mehr? So. Du stellst dir natürlich wieder Kippen her. Du hast hier zu wenig. Hast du noch 2? Wäre klar. Gut, dass ich die mitgebracht habe. Ein Filter habe ich noch. Einer ist noch drin. Ich denke mir mal. Wolltest du nicht mal irgendwie wieder hier Ball spielen? Geh mal Ball spielen, mein Fräulein. Ja, aber ich denke mal, ich komme eigentlich mit allem, was ich habe, aus. Jetzt ist nur die Frage, wo gehe ich hin? Ja, okay, komm, jetzt kannst du dir auch ein paar Zigaretten erlauben. Dafür brauche ich noch ein Brennholz, dann stellen wir uns doch mal eins her. Jetzt schmeißen wir uns einmal hier den Alkohol an, weil ich glaube, da könnten wir wieder welchen gebrauchen. Jo. 10 Stück haben wir danach wieder. Auf 14 Stück kann ich erhöhen. Jo, ich denke mal, das wird gehen. Ich glaube, da haben wir eine neue Fußballerin gefunden. 15 Kräuter. Wie viele Kräuter habe ich eigentlich? 13. Wow.
Wahoo. Ich hab 10 und 6, das heißt 8, vielleicht 8 Fleisch. Einmal kurz einsammeln, den Alkohol, den haben wir auch wieder. Ja, ist natürlich jetzt doof gewesen, dass ich den... Ja, stellen wir schon mal an. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, Hälfte haben wir. Okay, so, wo will ich jetzt hin? Also zur Kirche gehe ich jetzt nicht mehr. Ganz ehrlich. Habe ich keinen Bock drauf. Mache ich nicht. Will ich nicht. Auf die letzten Meter nochmal ins Lagerhaus gehen? Sorry. Mache ich nicht. Du gehst plündern, du schließt Wache. So ist gut. Der Hafen hat nichts mehr zum Plündern. Die Autowerkstatt hat nichts mehr zum Plündern. Das baufällige besetzte Haus. Vor 30 Tagen besucht. Da war ich relativ... Am Tag 4 war ich da. Und seitdem nicht mehr. 49% gelootet. Geisterhaus. Habe ich komplett. Zerstörten Wurmblock habe ich auch. Aber dieses Haus auch. Ich glaube... Ich glaube, ich gehe hier nochmal hin. Wobei ich glaube, dass durch das, was ich hier finde, das nutze ich glaube ich nicht mehr. Ich war vor 3 Tagen beim Reisebüro. Was habe ich denn da gemacht? Ist ja noch richtig massig vorhanden, ey. Will ich da nochmal hin? Ja, ne? Können wir machen, ne? Gehen wir hier nochmal hin. Ich habe sonst nichts zu tun. Gehen wir zum Reisebüro. Nehmen wir Alkohol mit und so. Pass mal auf. Nehmen wir so mit. Ein Sägeblatt. Und wo ist der Alkohol? Da unten. Ne. Da. Ich nehme mal 2 Alkohol mit. Gibt es irgendwas zum Schlagen dabei? Nö. Brauche ich irgendwas zum Schlagen? Ich glaube nicht. Geh mal plündern. Mal gucken, was das Reisebüro so hergibt. Ach so. Ach so. Jetzt, wo ich hier bin, weiß ich wieder, was das war. Er verhält sich ruhig mir gegenüber. Er hat mich auch gesehen. Das heißt, ich gehe ihm jetzt einfach mal hinterher. Ohne was getan zu haben. Ich stelle mich jetzt hier hin und drück auf. Ja, ich. Wow, scheiße. Boah. Die sind ja sofort aggro. Aber sofort. Warum denn? Ich habe doch nichts gemacht. Tag 35. Hätten wir auch hier bleiben können. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Wir wurden geplündert.